Meine Damen und Herren, es ist der 9. Mai, es ist wunderbares Wetter, hoffentlich der letzte Nachtfrost vorbei. Gefühlt habe ich noch nie so spät den Pool ausgewintert, aber heute kann es endlich losgehen und das mache ich jetzt mit euch. Allerdings zeige ich euch nicht, wie man den Pool auswintert, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Was wir heute machen, ist ein Fazit zu unserem Riesenkissen, mit dem wir diesen Winter versucht haben, den Pool zu schützen. Außerdem gucken wir uns an, wie der Skimmer den Winter überlebt hat. Und als Drittes habe ich auch noch eine interessante Überraschung für euch, die angeregt wurde durch einen Kommentar unter einem der Videos. Ich denke aber, dazu mache ich ein separates Video, weil es einfach auch ein bisschen ein separates Thema ist. Wie gesagt, jetzt ist erstmal Auspacken angesagt und wir gucken uns das Riesenkissen an und in dem Zug mache ich auch für euch ein kleines Fazit, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist und was vielleicht nächstes Jahr noch kommt. Also los! Ja, bevor es richtig losgeht, erstmal ein riesengroßes Dankeschön für insgesamt über 3000 Abonnenten inzwischen. Es freut mich total, wenn ich mit meinen Videos helfen kann und euch interessante Inhalte liefern kann. Ich freue mich auch immer, wenn ihr Kommentare hinterlasst oder Wünsche äußert über Themen, die euch interessieren oder über die ich noch berichten kann. Auch wenn das vielleicht nicht immer sofort passiert, ich nehme das zu Herzen und ich vergesse euch nicht. Und sobald das halt in irgendeiner Art und Weise reinpasst und ich das zeitlich unterkriege, versuche ich da auch dann Videos dazu zu drehen und zu veröffentlichen. Also vielen, vielen Dank für alle bisherigen Abonnenten und für alle, die bisher ohne Abo zuschauen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch die neuesten Videos von mir immer mit. Und für alle, bitte, wenn euch das Video gefällt, was ich mache, betrifft natürlich alle Videos, dann lasst einen Daumen hoch da, das hilft dem YouTube-Algorithmus, das Ganze ein bisschen zu pushen und einfach auch noch ein bisschen weiter in der Welt zu verteilen. Ja, jetzt geht's richtig los. Das große Poolkissen, vielleicht bevor wir es auspacken, hier nochmal eine interessante Sache. Und zwar ist ja einer der Gründe für dieses riesen Poolkissen oder generell diese Poolkissen, dass ich immer versuche, möglichst keine Wassertaschen hinzukriegen oder beziehungsweise die Wassertaschen zu vermeiden. Und wie ihr seht, das, was hier vorne so schmockig ist, da hat sich eine große Wassertasche gebildet und jetzt beim letzten etwas stärkeren Regen hat sich hier hinten auch noch eine gebildet. Alles nicht so dramatisch und viel, viel besser als mit den kleinen Poolkissen. Also insofern könnte man sagen, ja, das hat so seinen Zweck einigermaßen erfüllt. Trotzdem gibt es noch Wassertaschen, obwohl ich ja noch kleine Poolkissen drumherum gepackt habe. Eine Ursache dafür ist, dass ich festgestellt habe, dass sich das Kissen eben unter der Plane bewegt, insbesondere bei starkem Wind. Also ihr seht, ich stelle mich jetzt mal davor, das war ungefähr die Achse, in der ich das Poolkissen positioniert habe beim Einwintern. Und jetzt liegt es mal mindestens so 45 Grad verdreht und auch nicht mehr mittig da drin. Also ich denke, ihr könnt das sehen. Das ist nicht die alte Position. Das hat sich auch ganz schön zur Seite geschoben, weil einfach hier von dieser Seite der Wind kommt, so leicht schräg von links rein, drückt der Wind immer und hat eben das Kissen gedreht. Das war aber ja schon beim Aufpusten des Kissens einer meiner Kritikpunkte, dass das Ding keine Ösen an den Seiten hat, damit man es eben in irgendeiner Art und Weise schön in der Mitte fixieren kann. Der Hersteller hat mir versichert, dass er das ändern wird und dass es eben auf jeden Fall Ösen gibt ab dieser Saison. Und unter anderem auch, dass es andere Größen gibt, weil das aus meiner Sicht eben auch noch ein wichtiger Punkt ist. Ich denke, mehr Breite, also die Länge war super, die ich hier hatte, aber die Breite, da ist einfach zu viel Luft noch dazwischen. Ein zweiter Grund, warum sich da eben so Wassertaschen bilden können, ist einfach die Tatsache, dass ich hier meine Folie, also meine Winterplane ja total professionell befestigt habe an der Seite. Ich kann hier halt keine Heringe reinmachen. Und dann habe ich einfach hier schwere Steine dran gebunden. Naja, ist ein bisschen hemdsärmlich. Zumindest ist die Plane nicht weggeflogen. Ihr seht, hier vorne ist der zweite. Und so geht das halt um den ganzen Pool rum. Das macht aber diese Plane einfach nicht straff. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass einige von euch das wirklich wie ein Zelt abspannen. Und ich glaube, das ist halt wirklich ganz essentiell, um Wassertaschen zu vermeiden. Da ich das hier aber nicht machen kann,
Aufgrund meiner Platten und auch weil ich ja hier drüben die Mauer direkt habe, also ich kann da nicht wirklich irgendwie Haken in die Erde schlagen oder in den Boden, habe ich mir was überlegt für den nächsten Herbst und da werde ich dann natürlich später noch Videos drüber machen. Da muss ich erstmal gucken, wo ich die Sachen beschaffen kann, weil es da, glaube ich, keine vorgefertigten Sachen gibt, um das zu realisieren. Ihr merkt, ich mache es ein bisschen geheimnisvoll, aber ich will ja auch noch ein bisschen Material haben für die Saison sozusagen. So, jetzt packen wir das Schätzchen aus und gucken uns mal an, wie das Poolkissen und das Wasser unten drunter aussieht. Ich bin gespannt. Ja, in der Zusammenfassung habt ihr gesehen, was passiert ist. Man sollte das halt vielleicht nicht bei allzu viel Wind machen, insbesondere nicht, wenn man weiß, dass die Poolkissen nicht festgemacht sind, weil die Ösen fehlen. Winkt mit dem Zaunpfahl. Ja, wir gucken uns das Schätzchen mal an. Also, was wir sehen, gut, jetzt ist es ein bisschen dreckig, weil es halt hier rumgeflogen ist. Ich hoffe, es hält halt noch dicht, weil es natürlich schön über die Steine gezogen hat. Ich werde jetzt auch ganz schnell die Luft daraus machen. Aber insgesamt werdet ihr sehen, dass das, ich versuche es mal ganz drauf zu kriegen, dass das gute Stück echt super die Luft gehalten hat. Also da ist nichts raus im Vergleich zu manch anderem kleinen Kissen. Hat auf jeden Fall gehalten, hat eigentlich seinen Zweck erfüllt. Was mich allerdings ein bisschen stört, da kann aber vielleicht das große Kissen gar nichts dafür. Guckt euch mal die kleinen Kissen an, die ich noch drumherum hatte, die übrigens auch super die Luft gehalten haben. Seht ihr das? Die sind total muckig, voll die Stockflecken dran. Das ist mal echt eklig, oder? Und wenn ich mir dann mein Wasser angucke, muss ich sagen, hier ist halt auch irgendwas schief gelaufen, ne? Also, das eine ist drin, das andere ist draußen. Aber das ist so schön gar nicht dieses Jahr. Ich meine, so ein bisschen ist es ja jedes Jahr, aber dieses Gelb da oben drauf, das ist nicht so schön. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das machen wir auf jeden Fall sauber. Und ich zeige euch nochmal, wie das dann aussieht, wenn es gereinigt ist. Aber macht nichts. Haben wir schon schlimmere Sachen wieder hingekriegt. Und insofern, ja, heißt der sowieso Schrubben im Frühling. Gerne die Luft rauslassen. Wisst ihr noch, wie das geht mit dem Ventil? Erinnert ihr euch? Da hatte ich beim Aufpusten so tierische Schwierigkeiten, weil das blöde Ding nicht aufgegangen ist und ich da gedrückt habe wie so ein Affe. Aber hinterher habe ich herausgefunden, wie es geht. Oh, jetzt fliegt das Ding wieder weg. Na, wisst ihr es noch? Also der Trick war runterdrücken und drehen. Und schon ist es auf. So, Luft ist raus. Was ist die Erkenntnis? Also, Ventil öffnen ist das eine, aber deshalb ist noch lange die Luft nicht draußen. Dadurch, dass das Ding ja an sich keine Spannung hat, könnt ihr das wahrscheinlich 3 Tage so hinlegen und das hält immer noch ungefähr die Form. Man darf aber ja auch, also laut der Bedienungsanleitung, keinen Druck da drauf bringen. Das war ja im Grunde genommen Maximaldruck 0,0. Ja, insofern ohne eine Pumpe oder einen Sauger oder sonst irgendwas kriegt ihr die Luft dann nicht wirklich sinnvoll raus, zumindest nicht in größeren Mengen.
Und ja, ich habe das jetzt mal eben mit dem Sauger gemacht, aber es ist halt heute Sonntag und Muttertag und ist natürlich nicht so richtig geil für die Nachbarn. Insofern mache ich das bei den Kleinen heute mal nicht mit dem Sauger, sondern die lasse ich irgendwie in der Garage liegen, bis sie die Luft verloren haben. Mal gucken. So, bevor ich jetzt gleich hier den Pool richtig schrubbe, gucken wir uns nochmal den Skimmer an. Also an sich, der war so ein bisschen eingeklemmt unter der Plane. Da hatte ich mir etwas Sorge gemacht, dass der vielleicht von hier oben ein bisschen zu viel Druck kriegt. Einfach aufgrund der Abspannung, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Was mir aufgefallen ist, ich bin mal gespannt, ob ich das hier eingefangen kriege. Ihr seht den so, Farbe, ne? Wenn ich den jetzt mal aufmache, dann sieht man, der ist innen drin richtig weiß. Ah, ich hoffe, ich kriege das ins Bild. Der ist innen drin richtig weiß und außen ist er so ein bisschen gelblich geworden. Das wird zwar mit dem Winter jetzt nichts zu tun haben, also ich denke eher, das ist UV-Licht über den Sommer gewesen. Aber ist natürlich nicht ganz so schön. Ich habe gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu schrubben, aber das geht nicht ab. Also das ist farbecht. Auf jeden Fall. So, jetzt zeige ich euch nochmal was. Das hier ist auch nicht so ganz schön. Ich hatte ja genau bis Unterkante oder sogar noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, bis unter die Einlassdüse hatte ich, glaube ich, abgelassen. Aber da ist natürlich schon irgendwie ein bisschen Wasser dazugekommen. Keine Ahnung warum. Also das hat über den Winter immer mal so ein bisschen aus dem Skimmer rausgetröpfelt. Fakt ist aber, die Dichtung war halt nicht im Wasser, sondern lag so halb offen und die ist jetzt auch so ein bisschen gegammelt. Also die hat zum einen Farbe gekriegt und zum anderen ja auch so ein paar Stockfleckenstellen. Das ist halt nicht ganz so toll. Aber ansonsten würde ich sagen, der hat es definitiv überlebt. Und unsere Einlassdüse da hinten ja sowieso. Das wussten wir ja schon. Also was ich jetzt mache ist, ich schrubbe den Pool und freuen wir uns gleich auf schönes, klares Wasser und jetzt fliegt das Kissen schon wieder weg. Ach so, Kleinigkeit noch. Viele haben gefragt, was ich hier mit der zweiten Düse gemacht habe, nachdem wir den Skimmer hier eingebaut haben. Warum ist das hier so unscharf eigentlich? Mal gucken, ob wir es schärfer kriegen. Aha, so, jetzt geht's besser. Also hier, was wir hier damit gemacht haben. Ich habe hier einfach nur von innen so einen blöden Winterstopfen reingesteckt. Ich gucke mal, ob ich es hier drauf kriege. So ein bisschen. Mal gucken, rangezoomt. Ja, man kriegt es nicht so richtig hin. Also es ist einfach nur diese schwarze kleine Gummitülle, die original bei dem Pool dabei ist. Und ja, und zur Befestigung habe ich dann einfach hier noch, auch noch so eine alte Klemme drauf gemacht. Im Grunde ist das aber gar nicht notwendig. Und das hat halt super gehalten. Also selbst wenn die Kinder da mal irgendwie davor gekommen sind. Ich habe die auch richtig kräftig reingestopft, sodass die innen fast bündig ist. Und das hält super. Wer möchte, kann da natürlich auch noch eine zweite Einlassdüse einbauen, aber ehrlich gesagt wüsste ich nicht. Also für mich persönlich hätte es jetzt keinen Mehrwert, außer dass ich mir jetzt noch mehr Kopf machen müsste über noch mehr Rohr und so weiter. Deshalb lasse ich das mal so. So, es ist so gut wie ausgewintert. Alles ist vorbereitet. Das Wasser sieht noch nicht ganz so pralle aus, wie ich das gerne hätte. Vor allen Dingen kommt hier von unserem schönen Apfel- und Kirschbaum das ganze Blütenzeug hier gerade drauf geweht. Ist aber nicht schlimm. Ich habe nämlich vergessen, eine Sommerfolie zu bestellen. Und insofern bleibt der Pool sowieso auf. Die Pumpe läuft die Nacht auf jeden Fall durch. Wahrscheinlich auch noch den ganzen morgigen Tag, bis das Wasser wieder Bombe ist. Und ja, pH-Wert hat sogar noch gepasst. Ich habe ein bisschen Wasser getauscht, beziehungsweise eben auch wieder aufgefüllt. Es ist noch ein bisschen zum Saubermachen, aber erstmal ist es soweit in Ordnung. Stoßchlorung ist auch zugange und der Skimmer skimmt. Es gibt keine Undichtigkeiten. Die Rohre haben das alles überstanden, den Winter. Die Pumpe hat es auch überstanden, der Filter hat es auch überstanden. Nichts tropft. Also so wie es sein soll, anschließen und fertig. Das Einzige ist, ich muss meine Elektrik unbedingt nochmal nachgucken. Mir ist gerade beim Anschließen zweimal der FI geflogen. Das ist nicht gut. Das machen wir aber auf jeden Fall noch für heute und für die Inbetriebnahme. Für die Saison 2021 ist es auf jeden Fall ein gelungener und guter Start. Und ja, insofern, ich freue mich bei 25 Grad. Erstaunlich viel Wind und zwar immer genau dann, wenn ich rede.
Ja, und lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was euch bewegt, wie es euch geht mit euren Pools und ob ihr auch schon ausgewintert habt oder ob ihr noch ein bisschen wartet. Ja, ansonsten eine gute Poolsaison und ja, das zweite Video mit der kleinen Überraschung habe ich auch schon abgedreht. Das kommt dann auch gleich noch hinterher. Ich denke, ein, zwei Tage wird es vielleicht dauern. Aber gut, da gibt es dann auch auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Erstmal so viel dazu. Ach so, nee, stimmt gar nicht. Das Poolkissen-Fazit wollte ich ja noch liefern an der Stelle. Also ich denke, man kann das machen auf jeden Fall mit dem Riesenkissen. Es gibt sicherlich schlechtere Möglichkeiten. Ich denke, es ist aber angebracht, ja, die Folie so gut wie möglich abzuspannen, damit einfach sich wenig Wassertaschen bilden. Wenn sich mal eine bildet, ist aber auch nicht schlimm, die kriegt man auch wieder weg. Ich habe definitiv aber mit wenig Arbeit den Winter überstanden und dafür ist das Ergebnis, denke ich, auch ganz gut. Also das, was an Wasserverschmutzung jetzt da ist, ist nichts Dramatisches, nichts, was mir irgendwie Angst machen würde. Das Kissen sieht super aus, hat auf jeden Fall dicht gehalten. Insofern, ich würde es empfehlen. Ich werde aber definitiv im nächsten Winter noch was anderes probieren, vielleicht in Kombination. Lasst euch überraschen. Also, so viel erstmal dazu. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis dann, euer Micha. Windig jetzt. Oh, ätzend. Warte, Pool auswintern 2021, ich glaube, ich weiß, ich will.